Willkommen zurück bei The Long Dark. Ja, wir haben zwar die kleine Hütte hier gefunden beim letzten Mal, aber so wirklich was Schönes war da nicht drin. Kann man das hier? Geht nicht. Das geht nicht. Okay. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Uns bleibt nichts übrig. Halt. Essen haben wir noch ein kleines bisschen. Ein bisschen Trockenfleisch haben wir noch gefunden. Ja, vielleicht ist es klüger, dass wir doch nochmal zurückgehen und uns dort ein bisschen aufwärmen. Dann gab es ja immerhin ein Bett. Es wird schon wieder Nacht, sehe ich gerade, aber könnte halt sein, dass wir das nicht überleben, weil wir halt dann zu großen Hunger eventuell haben. Mist. Wie hier einfach nichts ist. Kann es aber echt nicht übers Herz bringen, so ein kleines Kaninchen mitzunehmen. Das ist mir wirklich zu krass. Ein bisschen gehe ich noch, so wie das dann dunkel wird und wir nichts anderes sehen, gehen wir dann lieber wieder zurück. Ist das die Kirche, von der Alice schrieb in dem einen Brief aus der Höhle? Oh, super. Hoffentlich kommen wir da irgendwie rein und hier ist jetzt nicht nochmal ein Wolf. Dann schleiche ich mich mal hier außen rum. Church looks like it could be a good shelter. Ich wärme mich mal kurz nicht, es hat gerade gespeichert. Das war doof, ey. Kommt das Blöde fiel mir direkt entgegen. So, letzter Speicherstand. So, erstmal rein. Vielleicht sind ja sogar noch ein paar Leute. Mist. Für das Brett bräuchten wir ein Beil, eine Baumwollmütze, Vlies-Handschuhe, Fäustlinge. Das ist noch ein ausgebranntes Lagerfeuer, das könnten wir eigentlich direkt nutzen. Stapel Papier. Da machen wir uns hier ein schönes Lagerfeuer. Gesangbuch. Das können wir vielleicht auch verfeuern. Ah, hier ist ein Bett. Oh, das ist ja super. Mitteilung des Priesters. Liebe Gemeindemitglieder, ich muss Sie schweren Herzens informieren, dass die Erz... Was? Ich kenne das Wort nicht, ich kenne mich mit Kirche nicht aus. Dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivität von der Gemeinde St. Christopher zurückzubeordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich ihr Engagement für die Kirche und ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlicher Erinnerung halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Okay. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt.
Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung. Möge Gott mit Ihnen sein. Pater Francis McGill. Komm mit, können wir auch verbrennen. Was ist das hier? Oh, das geht so viel schneller. Wahnsinn. So, dass wir wenigstens ein paar Stunden lang zurechtkommen. So. Erhitzen wir uns nochmal einen Tee, den können wir auch nochmal reinpfeifen. Wir haben noch ein bisschen trinkbares Zeug dabei. So, was war das? Trockenfleisch. Ja, es macht gar nicht so viel gut, wie ich gehofft hatte. Okay, auch der Hagebuttentee füllt den Magen ein ganz kleines bisschen. Die Limo, die füllt den Magen ein bisschen mehr als der Tee. Okay. So, dann legen wir uns jetzt hier schlafen. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Schlafsäcke, ausruhen heilt dich und speichert deinen Fortschritt. Ausruhen stellt deine Ausdauer wieder her und hilft dir, dich von Leiden zu erholen. Du kannst in Betten ausruhen, die du in der Welt findest. Mit einem Schlafsack kannst du dich an jedem beliebigen Ort ausruhen. Vergiss nicht, dass Ausruhen ebenfalls Kalorien verbraucht und du in der Zeit, in der du ruhst, hungrig und durstig wirst. Wenn du ausruhst, wird das Spiel gespeichert. Ich suche gerade mein Bett hier auf dem Boden. Das ist noch nicht... Da hat aber jemand Hunger und Durst. Irgendwie musste doch hier mein Bett sein, oder? Es ist immer nach Nacht. Nach 8 Stunden ist hier... Na gut, die Nacht ist hier wahrscheinlich länger als alles andere. Ach so. Echt, warten verbrennt mehr Kalorien als schlafen? So, mal noch 3 Stunden pennen. Mann, ey. Sieht echt erbärmlich aus mit unseren Vorräten. Ich glaube nicht, dass wir noch weit kommen. Vielleicht ist draußen der Wolf weg, dass wir von dem... Okay, es wird gerade Tag. Das hat ja auch gerade gespeichert. Dass wir vielleicht von dem Tier noch ein bisschen Nahrung nehmen können. Das bräuchten wir eigentlich dringend. Ich schau mal, vielleicht klappt's. Der Wolf ist immer noch da. Ich gehe kaputt, ey. Ist mir jetzt egal. Da ist ja noch einer. Da war noch ein Wolf. Oh Gott. So, ich sehe gerade selber überhaupt nicht viel. Shit. Mal eins an. Ist natürlich nichts drin. Puh. Da. Die Richtung wollte ich. In den Kofferraum von eben hätten wir noch mal gucken können. Das hatte ich vergessen. Ich gehe noch mal zurück in der Hoffnung, dass der Wolf mir nicht gefolgt ist. Da oben waren ja noch andere Autos, aber da waren auch die Wölfe. Deswegen lasse ich die erstmal. Boah, das ärgert mich immer noch mit der Höhle von vor 2 Folgen. Fuck.
sinnlos Zeit und Ressourcen dort vergeudet. Einen ganzen Tag dort sinnlos verbracht. Da hätten wir direkt weitergehen sollen und dann im Auto lieber richtig schlafen, anstatt zu warten. Komm schon, finde irgendwas zu essen. Oh nein. Streichhölzer haben wir eigentlich genügend dabei. Aber auch hier liegt nichts rum. Okay, dann erstmal weiter. Milton. Ich denke, wenn wir es irgendwie bis nach Milton schaffen. Da hinten brennt Licht. Ja! Jetzt müssen wir es bloß noch bis dahin schaffen. Nahrungstechnisch sieht es echt, echt schlecht aus. Wir können noch ein bisschen Hagebuttentee machen. Neuer Ort entdeckt, Milton. Oh, hier sind einige Hütten. Oh, super, ey. Da brennt aber Licht. Da gehe ich auch als erstes da hoch. So, ich hoffe, wir kommen dann überall rein. Feuerholzbehälter. Geht einfach rein. Hättet ihr mal klopfen können vorher. Pass auf, hier wohnen Wölfe. Anybody here? Holy shit! Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane... I crash in the mountains nearby. Sounds likely. Listen, could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Oh. Deutsch, Englisch, Denglisch. Andere? Du sagtest, alle wären weg. Was ist hier passiert? 5 Tage seit den Lichtern am Himmel. 5 Tage reine Hölle. Zuerst dachten sie, sie wären in Sicherheit. Doch dann erkannten sie, dass sie noch nicht für ihr Ende bereit waren. Also flohen sie. Keiner von ihnen wird überleben. Woher willst du das wissen? Ich meine, du kannst doch nicht sehen? Nein, das kann ich nicht. Aber mein Gehör trügt mich nicht. Früher oder später finden all ihre Worte, all ihre Lügen den Weg zu mir. Wer bin ich? Was ist... Ach nee, sorry, wo bin ich? Entschuldigt. Was ist das für ein Ort? Wie heißt diese Stadt? Das ist Milton, eine kleine Stadt in den Bergen. Du bist weit von zu Hause weg. Aber wo sind wir auf Großer Bär? Mein Flugzeug ist wegen des Unwetters abgestürzt und du bist, wo du sein sollst, Fremder. Der Schöpfer hat dich in seiner großen Weisheit zu mir gebracht, aber mit welcher Absicht?
Welche Absicht verfolgst du denn? Ich suche jemanden. Sie ist mit mir abgestürzt, aber ich glaube, sie konnte sich retten. Das war wohl, als die Lichter zum ersten Mal auftauchten. Deine Geschichte interessiert mich nicht, Fremder. Mir ist kalt. Beweise mir, dass du es wert bist. Dann erzähle ich dir vielleicht, was ich weiß. Mein Feuer ist bald aus. Hol mir etwas Feuerholz, dann reden wir vielleicht weiter. Wer bist du? Mein Name ist Mackenzie und du bist? Die Lügner nennen mich die Graue Mutter. Also sollte ich, du solltest mich auch Graue Mutter nennen. Okay. Wenn alle gegangen sind, warum bist du dann noch hier? Sie haben Angst vor mir. Und selbst wenn ich hätte gehen können, hätte ich es nicht getan. Ich wurde hier geboren und ich werde hier sterben. So muss es sein. So muss es sein? Du verstehst natürlich nichts von Treue, Festländer. Haus. Das ist ein ganz schön großes Haus. Lebst du alleine hier? Das geht dich nichts an, Fremder. Halte einfach deine Nase aus meinen Dingen und versuche ja nicht, mich zu bestehlen. Fuck! Ansonsten wirst du nie erfahren, was ich über deine Freundin weiß. Ach! Brennstoff? Wo finde ich Brennstoff? Ein großer, kräftiger Mann wird doch wohl Feuerholz im Wald finden. Okay. Wenn es sein muss, nimm dir die Axt aus dem Holzschuppen da hinten. Einige der Stadtbewohner schlagen manchmal Holz am Stadtrand. Ich bin bald zurück. Komm wieder, wenn du mein Feuerholz beisammen hast, wenn du überhaupt wiederkommst. Vertrauen heutzutage Mangelware. Viele Leute, denen du begegnest, sind dir gegenüber argwöhnisch. Die meisten von ihnen haben jedoch einen Bedarf, den sie nur mit deiner Hilfe durchdecken können. Hilf ihnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und Wissen, Orte, Gegenstände und mehr freizuschalten. Unter Vertrauen in deinem Tagebuch erfährst du mehr über eine Person, ihren Bedarf und darüber, wie sie dir helfen kann. So. Ich darf sie leider nicht bestehlen. Das ist ein Besen. Damit ist sie früher auf Arbeit geritten. Kapitel 3, die graue Mutter. Wir brauchen dringend was zu essen. Ach, guck mal. Oh. Es ist immer noch sehr dunkel. Wir gehen mal raus. Wir suchen mal die anderen, oder durchsuchen mal die anderen Häuser. In der Hoffnung, dass wir was zu... dass wir einfach was zu essen finden. Kann ich die Küche... ich darf hier nichts durchsuchen, ne? Mist. Na gut. Das ist ganz cool gemacht. Also es wird immer besser. Nicht mein Überlebensinstinkt, aber die Geschichte gefällt mir ganz gut bis hierher. Ah, sehr schön. Einige Häuser. So, na dann. Gehen wir mal auf erstens Nahrungsmittelsuche für uns. Wir fangen hier vorne an. Und dann für Brennholz für die graue Mutter 30. Na gut. Wieder nichts. Der ist aber auch schlecht empfinden, ne? Ja, Nahrung wird knapp. Verdammt. Ich komme hier gar nicht rein. Scheiße. Okay. Hier? Sag jetzt nicht, ich komme hier in keine Wohnung rein, in kein Gebäude. Hier vorne komme ich aber bestimmt rein. Milton Credit Union. Ist denn unter einer einzigen Motorhaube irgendwo mal was drunter? Ich glaube es fast nicht. Oh, guck mal, da links unten liegt Trockenfleisch. Super, das essen wir direkt. Sonst knurrt uns hier der Magen an und tut was vor. So. Wieder nichts. Mann.
Na dann. Vielleicht gab's ja hier eine Küche oder sowas. Achso, wir sollen nochmal in den Holzschuppen wegen der Axt. Bisschen Licht. Kommt schon irgendwas in den Schubladen. Ja! 300 Kalorien, Stapel Papier. Da hinten ist noch eine Limo. Oh! Hausschlüssel des Bankmanagers. Geil. Oh, super. Ich glaube, damit haben wir direkt einen kleinen Glücksgriff gemacht. So, aber... Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Das war es nämlich für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.